Am 14. März ist Kommunalwahl und dabei geht es ganz konkret um die Zukunft hier vor Ort. In Wölfersheim trägt die SPD seit Jahren Verantwortung. Davon konntet ihr euch im 100. Bürgergespräch überzeugen, das wir kurz vor Weihnachten verteilt haben. Aber darauf ruhen wir uns natürlich nicht aus. Wir wollen die erfolgreiche Entwicklung unserer Gemeinde auch in Zukunft gemeinsam mit euch gestalten. Wir haben für die Wahl eine spannende Liste aus tollen Kandidatinnen und Kandidaten zusammengestellt. Es sind erfahrene Kräfte dabei und Nachwuchs, Ureinwohner und Ingeplackte, Menschen aus allen Ortsteilen und allen Lebenslagen. Und alle haben eins gemeinsam, sie wollen sich für unsere Gemeinde engagieren. In den kommenden Tagen findet ihr das nächste Bürgergespräch in euren Briefkästen, das hier. Darin seht ihr dann die einzelnen Kandidaten und könnt sie euch nochmal in aller Ruhe durchgucken. Auf Platz 1 ist unser Bürgermeister, Eike See. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, als Bürgermeister kann man kein Einzelkämpfer sein. Man braucht eine stabile Mehrheit, auf die man zählen kann, insbesondere wenn es drauf ankommt. Die Wölfersheimer SPD ist nämlich keine Schönwetterpartei, die nur da ist, wenn es gerade gemütlich ist und keine Probleme gibt. Nein, wir ducken uns nicht weg, wenn es mal schwierig ist. Wir packen auch die ungemütlichen Themen an und wir sagen ehrlich und offen, was wir tun können und auch, was wir nicht tun können. Auf uns ist Verlass und dafür stehen auch die weiteren Kandidatinnen und Kandidatinnen auf der Liste. Lasst uns einfach mal angucken. Also hier haben wir Eike als Spitzenkandidat, hatte ich schon gesagt, die Carmen mit dabei als erste Beigeordnete. Hier auf Platz 3 dann Gerhard Weber, langjähriger Parteivorsitzender, Ehrenvorsitzender und Vorsitzender der Gemeindevertretung. Ich bin der Gerhard Weber, wohne in Wölfersheim, bin 66 Jahre alt, verheiratet und Pensionär. Ich bin langjähriger Vorsitzender der Gemeindevertretung und für die parlamentarische Arbeit in der Gemeinde zuständig und möchte dies auch noch für die Zukunft weiter tun und dafür sorgen, dass in Wölfersheim die Demokratie ein hohes Gut sein wird. Dann Magda Gerlach mit dabei, Matthias Appel aus Wölfersheim, unser Fraktionsvorsitzender, die Susi Beimel aus Melbach, die Loni Konitzke aus Wölfersheim, ich denke, die muss ich keinem vorstellen. Jedem, der schon mal geheiratet hat oder bei einer Hochzeit dabei war, der kennt sie, unsere langjährige Standesbeamtin. Der Karl-Ernst Pucki Pulgert ist dabei, auch er war lange Fraktionsvorsitzender bei uns. Michael Kreh, der Mac aus Bärstadt ist dabei. Angelika Fischer aus Wölfersheim neu auf unserer Liste. Das merkt man auch, wir haben einige neue Leute mit drauf, finde ich klasse. Es haben viele sich bereit erklärt, sich neu zu engagieren. Mit dabei auch Andreas Bommersheim aus Wohnbach. Ich bin der Andreas Bommersheim. Ich bin 58 Jahre alt und komme aus dem Ortsteil Wohnbach und ich möchte mich engagieren in der Gemeindevertretung als zusätzliche Stimme von Wohnbach, damit wir als kleinstes Dorf doch noch ein bisschen lauter gehört werden. Auch er, glaube ich, vielen bekannt in Wohnbach, vor allen Dingen allen, die mal durch die Jugend beim Fußball gegangen sind. Die Nina Gerlach aus Melbach ist mit dabei. Hallo, mein Name ist Nina Gerlach, ich bin 37 Jahre alt, bin seit den Jusos bei der SPD hier in Wölfersheim dabei und freue mich auch, mich in Zukunft hier einsetzen zu können, besonders auch für die Themen Kultur und Ökologie, das ist mir sehr wichtig und freue mich auf die Zusammenarbeit. Dann haben wir hier Rutger Rauch, unseren Ehrenfraktionsvorsitzenden und neu mit dabei ist die Daniela Pazula aus Södel. Ich bin Daniela Pazula, 41 Jahre aus Södel, ich bin Krankenschwester und ich möchte mich aktiv für die Gemeinde einsetzen. Der Stefan Bodem, Musiker und seit einer Legislaturperiode jetzt in der Gemeindevertretung, Vorsitzender vom Haupt- und Finanzausschuss, der macht das super, der ist auch mit dabei. Die Belgin Allerbei ist neu auf unserer Liste, möchte sich neu engagieren, finde ich klasse, bereichert uns auf jeden Fall. Genauso wie natürlich die Simone Eben im Neubaugebiet in Södel. Ja, hallo, mein Name ist Simone Eben. Ich bin 48 Jahre alt, wohne mit meinem Mann und meiner 11 Jahre alten Tochter in Wölfersheim-Södel. Ich arbeite für die Lufthansa als Flugbegleiter und ich möchte gerne in die Gemeindevertretung, weil ich finde, dass Wölfersheim zu Recht die Supergemeinde der Wetterau ist und ja, ich würde gerne dazu beitragen, dass das so bleibt. Sie hat da natürlich auch schon erfahrene Nachbarn, wie zum Beispiel den Michael Schmidt als Vorsitzenden des Ortsbezirks in Södel, auch er hier auf unserer Liste. Der Jens Diefenbach als Biolandwirt bei uns im Bauausschuss natürlich schwer aktiv. Mein Name ist Jens Diefenbach, ich bin 39 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, bewirtschafte mit meiner Familie zusammen einen Biolandbetrieb und engagiere mich in der SPD, um auch die Interessen der Landwirtschaft zu vertreten. Die Melanie Block ist wieder mit auf der Liste, auch sie schon länger mit dabei
und natürlich auch unser Melbacher Urgestein, der Rainer Lind, in allen Ortsteilen daheim. Und ja, das, der Rainer gehört mit dazu, da freuen wir uns drüber und er bereichert uns natürlich auch unwahrscheinlich. Normal bräuchte ich meinen Namen nicht zu sagen, das kennt mich ja nicht fast jeder, aber an die Neubürger, ja, nenne ich meinen Namen. Also ich bin der Rainer Lind, komme aus Melbach, dem schönsten Ortsteil, will ich mal sagen, von Wölfersheim. Ja. Meine Firma ist in Bärstadt, ja, ist auch ein schönes Ortsteil. Und ich engagiere mich hier in der Wölfersheimer SPD, weil sie alle Interessen von A bis Z, von, vom Unternehmer bis zum Landwirt und jeder Bürger sehr gut und professionell unterstützt. Die Doreen Meuer ist neu mit auf der Liste aus Wölfersheim. Der Sven Oleschko schon länger dabei, kommt aus Södel. Die Marie-Therese Arnold aus Södel hat sich neu bereit erklärt mitzumachen. Da, auch darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut. Ebenso wie Chantal Fassauer, die aus Melbach neu mit dazugekommen ist. Hallo, mein Name ist Chantal Fassauer, ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus Melbach. Ich kandidiere für die Gemeindevertretung, um die Interessen junger Menschen zu vertreten. Dann haben wir hier Karl-Otto Waas natürlich mit dabei, unseren Ortsbezirksvorsitzenden hier aus Wölfersheim. Und auch neu mit dabei, der Julian Kirschner. Die Mutter ist schon länger dabei, die kam, mit der habe ich auch viele Jahre zusammengearbeitet und mache es heute noch gern. Hi, mein Name ist Julian Kirschner, ich bin 37 Jahre alt, bin seit 20 Jahren Mitglied in der SPD Wölfersheim. Ich finde, dass man gerade in der heutigen Zeit einander zuhören muss, dass man füreinander einstehen muss und alle Bürgerinnen und Bürger bestmöglich in einer Gemeindevertretung vertreten sollte. Dafür stehe ich mit meinem Listenplatz 27. Der Julian neu mit dabei, habe ich mich auch tierisch drüber gefreut, ist einer, glaube ich, auf dem man gut bauen kann in Zukunft. Gefreut habe ich mich auch, dass Peter Bock sich bereit erklärt hat mitzumachen. Der Peter ist aus Bärstadt und der hat einfach Lust, sich zu engagieren, der hat Lust mitzumachen und ja, freuen wir uns einfach drüber. Das ist ein schönes Zeichen, dass Leute sagen, ja, wir wollen bei der Wölfersheimer SPD uns mit einbringen. Hallo, mein Name ist Peter Bock aus Bärstadt, bin 50 Jahre alt und kandidiere für die Gemeindevertretung, um in der Gemeinde mitarbeiten und mitentscheiden zu können. Die Gabriele von Bechtolsheim aus Wohnbach ist auch wieder mit dabei, ist schon länger mit am Start und engagiert sich enorm, insbesondere natürlich für ihren Heimatsortsteil Wohnbach. Neu auf der Liste die Simone Hartmannsen, auch einer unserer Neuzugänge. Also wir haben wirklich eine bunte Mischung zusammengestellt. Ich bin Simone Hartmannsen, bin 47 Jahre alt, habe zwei Kinder. Ich interessiere mich für die Kommunalpolitik, weil ich mich durch meine langjährige Vereinsarbeit einbringen möchte. Und abgeschlossen wird die Liste von Michael Debes aus Melbach. Mit dabei im Bürgergespräch haben wir außerdem noch den Dr. Jürgen Polster und den Gerhard Fuchs. Die sind zwar nicht auf unserer Liste drauf, aber das sind unsere Kandidaten für den Gemeindevorstand. Und deswegen haben wir sie natürlich auch mit hier reingemacht. Insgesamt stehen 83 Personen auf unserer Liste, aber nur die ersten 31 stehen auch auf dem Wahlzettel. Die Anzahl der Leute auf unserer Liste zeigt aber eins eindeutig. Wir sind fest in unserer Gemeinde verwurzelt und wir sind mit ihr verwachsen. Wir sind keine verblendeten Ideologen, die irgendeiner Parteidoktrin hinterherrennen. Wir sind einfach nur Melbacher, Södler, Bärstädter, Wohnbacher und Wölfersheimer, die sich ehrenamtlich um ihren Ort, um ihren Ortsteil kümmern wollen. Also denkt bitte dran, am 14. März ist Wölfersheim-Wahl. Und ein einziges Kreuz genügt bei eurer Wölfersheimer SPD. Wir kümmern uns drum. Glück auf! Also langsam zeigt sich auch, dass wir keine Schönwetterpartei sind. Ja, wir müssen uns beeilen, dass wir fertig werden. Und das mit dem Kaffee, nett, ja, aber das nächste Mal will ich wieder Currywurst. Na gut. Ach so, genau. Daumen hoch nicht vergessen. Und der Matthias hat das letzte Mal so schön gemacht. Die Glocke, also abonnieren, damit man dann anschließend daran erinnert wird, wenn es ein neues Video gibt. Okay? Macht's gut.